Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für einen mediterranen Eintopf. Wir benötigen dafür zwei Karotten, ca. 200 Gramm, eine große weiße Zwiebel, ein Stück Sellerie, auch ca. 200 Gramm und 500 Gramm festkochende Kartoffeln. Außerdem noch zwei Knoblauchzehen, die lasse ich bei mir heute weg. Es geht weiter mit Sonnenblumenöl, 120 ml Sojakusin, 750 ml Gemüsebrühe, 120 ml Weißwein. Falls ihr keinen Weißwein mögt, ersetzt ihr einfach die 120 ml zusätzlich mit 120 ml Gemüsebrühe. Wir machen weiter mit 2 Esslöffel Speisestärke. Wo war ich noch nicht? 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer sowie 1 Teelöffel Thymian, 1 Teelöffel Rosmarin und 1 Teelöffel Oregano. Einen halben Teelöffel Muskatnuss, ihr könnt auch eine frische nehmen. Einen halben Teelöffel Paprikapulver rosenscharf und einen halben Teelöffel Chiliflocken. Zu guter Letzt 350 Gramm Tiefkühlkerbsen. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Zuallererst habe ich mein ganzes Gemüse geschnitten, die Zwiebel habe ich gewürfelt, meine Karotten in kleine, ja, auch Würfel geschnitten, sowie meine Kartoffeln und natürlich auch den Sellerie. Meine 350 Gramm Tiefkühlerbsen habe ich jetzt schon mal in ein Schälchen gegeben. Meine 750 ml Gemüsebrühe habe ich auch gekocht und beiseite gestellt. Und meine ganzen Gewürze habe ich in ein Schälchen getan. Und zwar sind da 2 Teelöffel Salz drin, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Thymian, 1 Teelöffel Rosmarin und 1 Teelöffel Oregano, 1 halber Teelöffel Chiliflocken, 1 halber Teelöffel Muskatnuss und 1 halber Teelöffel Paprikapulver. Also das Ganze habe ich jetzt hineingegeben. Wie gesagt, die ganzen Gewürze, so, weil die sowieso alle auf einmal hineinkommen. Jetzt habe ich in einen großen Topf etwas Sonnenblumenöl hineingegeben. Da könnt ihr auch Rapsöl verwenden. Werde zuallererst jetzt meine Zwiebel andünsten. Und wenn die Zwiebel angedünstet ist, werde ich Karotten, Sellerie und Kartoffel dazugeben und alles gut in 2-3 Minuten anbraten. Nachdem nun alles gut angebraten ist, würden jetzt 2 Knoblauchzehen hineinkommen, entweder klein geschnitten oder gepresst. Und zudem auch gleichzeitig die ganzen Gewürze. Einmal alles gut verrühren, damit das haften bleibt. Und nun löschen wir das mit den 750 ml Rühre ab. Verrühren und drehen das auf halbe Stufe zurück. Jetzt lassen wir das Ganze 5 Minuten köcheln und in 5 Minuten werden wir die Tiefkühlerbsen dazugeben und uns um die anderen Zutaten noch kümmern. Also 5 Minuten. Die 5 Minuten sind vorüber. Jetzt werde ich die ganzen Erbsen dazugeben. Gut verrühren. Und das werden, also das Ganze muss jetzt noch weitere 15 bis 20 Minuten köcheln. Da müsst ihr mal so nach ca. 15 Minuten nachschauen, ob das ganze Gemüse schon gar ist. Also Kartoffeln, Sellerie, Karotten, ob das schon gar ist. Also 15 bis 20 Minuten. Und dann können wir die restlichen Zutaten noch hinzufügen. Als nächstes, wenn das Ganze köchelt, werden wir uns schon darum kümmern. Und zwar habe ich 120 ml Sojakusin in ein Schälchen gegeben. Dazu geben wir 2 Esslöffel Speisestärke, also Maisstärke. So, ja, leicht gehäufte. Ihr könnt auch flache nehmen. Es geht nur darum, dass der Eintopf dann dick wird. Das Ganze verrühren wir gut. Ihr könnt das auch mit einem Schneebesen machen, so dass die Speisestärke sich auflöst. Und dann stellen wir das Ganze beiseite. Und ja, wenn das Ganze hier drüben gar ist, werden wir das hier noch reinfüllen plus den Weißwein. Meine 15 Minuten sind vorüber. Mein Gemüse ist gar geworden. Dazu gebe ich jetzt die 120 ml Weißwein. Die haben wir nicht zum Ablöschen verwendet, weil der Geschmack noch drin bleiben soll. Und zwar genau, falls ihr jetzt kein Weißwein möchtet, dann nehmt ihr einfach noch so 120 ml Gemüsebrühe dazu, damit auch genug Flüssigkeit drin ist. Und unser Sojakusin mit den 2 Esslöffel Speisestärke, die wir verrührt haben, damit das Ganze jetzt noch dickt. Das werden wir jetzt nochmal 2-3 Minuten köcheln lassen und dann könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr das Ganze noch
halb pürieren möchtet. Also ich werde die Hälfte davon ein wenig pürieren, damit es noch cremiger wird. Wobei es jetzt auch schon cremig ist mit der Sojakousine, aber ich werde das Ganze mit einem Pürierstab jetzt noch teilweise pürieren. So, dass aber noch ein paar Stücke drin sind. Das müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr das noch püriert, damit es cremiger wird oder nicht. Und schmecke das noch mit Salz und Pfeffer ab. Ihr Lieben, mein mediterraner Eintopf ist nun fertig. So sieht das Ganze aus. Nicht gerade spektakulär, eben wie ein Eintopf. Und ja, ich habe wie gesagt die Hälfte noch ungefähr mit einem Pürierstab püriert, damit das Ganze noch etwas cremiger wird. Müsst ihr nicht machen, mit der Speisestärke und Sojakousin ist es ja schon etwas angedickt, aber ich persönlich finde es im Geschmack noch intensiver und leckerer, wenn ein Teil davon noch zusätzlich püriert wird und noch Stücke zum Kauen drinnen sind. Außerdem habe ich noch Salz und Pfeffer, also mit Salz und Pfeffer nachgewürzt. Salz nicht mehr so viel, Pfeffer etwas mehr. Ist aber Geschmackssache, müsst ihr einfach schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Es ist sehr schnell zubereitet, super lecker und auch gesund. In der Infobox unten lasse ich euch noch weitere Eintöpfe und Suppen da. Vegane. Schaut da gerne vorbei. Auch Kürbisrezepte habe ich schon abgedreht. Also gerne jetzt für die Herbstzeit nachschauen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier ein Abo da lässt. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Verlinke ich euch ebenfalls unten in der Infobox. Da könnt ihr mich auch gerne verlinken, falls ihr eins meiner Rezepte nachmacht und auch hochladet bzw. postet. Würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.